Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Zack McCracken und die Alien Mindbenders. Wir sind hier mit Zack in Mexiko gelandet, um dort ein Labyrinth in der Inka-Pyramide oder Maya-Pyramide zu erkunden. Allerdings habe ich mir überlegt, zuerst mal eine kleine Episode auf dem Mars zu spielen. Dazu wechseln wir zu Melissa, die hier in ihrem schönen Mars-VW-Bus sitzt. Was kann man hier alles machen? Radio. Schauen wir mal, ob da was gibt. Hui, affenscharfer Sound. Razer ist absolut gut drauf. Alles andere ist dagegen Lärmschrott. Na gut. Ja. Okay, dann ziehen wir mal unseren Helm an. Wir können den ebenfalls noch einmal kurz hier. Achso, man muss. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Sehr schön. Wir nehmen uns den Rekorder mit. Wir nehmen uns die Dartkassette mit. Da gucken wir mal ins Handschuhfach. Was haben wir da? Cashcards. Die packen wir natürlich auch noch ein. Genauso wie die Sicherung. Okay. Was ist das für eine Cashcard? Die ist von Leslie, dann können wir jetzt nicht geben. Behalten wir derweil. So, dann nochmal bei Leslie kurz vorbeigeschaut. Die zieht auch mal ihren Helm an. Wir werden einen Hauptteil auf dem Mars mit Melissa spielen, weil Leslie hat mit allem ein Problem. Das fängt an bei hier da hineinzugehen über Höhenangst hat, da war eine Schrift. Mehrere außerirdische Sprachen. Ah, hier ist Deutsch. Na, wie praktisch. Auf so einem Schild. Willkommen, Weltraumfahrer. Viel Spaß in unserer freundlichen Jugendherberge. Ja, sehr cool. Kaugummis streng verboten. Schauen, was wir hier noch so haben. Sand. Sand ist immer gut. Da haben wir noch ein Schild. Mars-Verkehrsverbund. Eine Fahrt, $100. Ach, das ist ja richtig günstig. Da werden wir auf jeden Fall ein paar Mal unsere Cashcard durchziehen. Nur wo? Schlitz. Eine Münze. Ja, liebe Leslie, wir werden auf jeden Fall, klappt nicht, das ist nicht meine Karte. Willst du mich jetzt hier? Eine Münze. Ja, und wir werden noch eine dritte Münze holen. Eine Münze. Und noch eine vierte Münze. Beziehungsweise nein. Moment. Das sollte erstmal genügen. Ja, hier haben wir einen Knopf und wir haben ein Schild. Sei kein Weltraumtrottel, trage immer deinen Weltraumanzug. Na, ah, das sind hier diese. Eine Erinnerung der Herbergsleitung. Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Informationen. Okay. Das Problem, was wir hier haben, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke. Wo war er? Hier war doch irgendwo ein Knopf. Scheint kaputt zu sein. Ja, dann gucken wir doch einfach mal hier unter der Metallplatte. Sie ist zugeschraubt. Und natürlich fliege ich Millionen von Kilometern weg von der Erde ohne einen Werkzeugkasten. Aber wir sind hier nicht auf den Kopf gefallen. Sieht nach einem Sicherungskasten aus. Also, zerfiel einfach so zu Staub. Ja. Scheint schon länger keiner mehr hier gewohnt zu haben. Aber wir haben ja noch die Sicherung aus unserem VW-Bus. Die passt hier natürlich rein. Und wir wechseln eben mal zu Leslie und holen die auch raus. Tür machen wir zu, damit es nicht einstaubt. So. Gute auch noch hier rein.
Und jetzt können wir hier. Ach, die Tür zu. Und wir können hier für Atmosphäre sorgen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Den Helm aus. Jetzt sehen wir auch mal, wie sie wirklich aussehen, Melissa und Leslie. Na, grün und gelb auf dem Kopf. Na gut. Komm und leben. So, dann schauen wir mal hier die Cashcard an. Die ist von Leslie. Dann geben wir... Jetzt finde ich hier die... Ach, reg ich mich bloß nicht auf. Die Cashcard hier an Leslie mal rüber. Auch eine Münze noch an Leslie. Hier ist eine Münze. Gut, wunderbar. Und wir schauen uns hier mal um. Huch, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was unter der Decke ist. Und ich will es gar nicht erst wissen. Dann war Melissa die Schisserin. Also eine von beiden hat auf jeden Fall weniger Probleme mit sowas. Ich weiß nicht, was unter der Decke ist. Aber ich glaube, ich riskiere einen Blick. Oh, nur ein Besen. Ja, ich versuche auch... Nein, warte. Es hat Augen. Ein totes Alien. Ah! Ja, erstmal hier. Panik! Okay, habt ihr euch beruhigt? Sehr schön. Ja, dann werden wir wohl mit Leslie weiterspielen, oder? Na, tu ich halt so, als sei es ein Besen. Das wollen wir doch hören. Dann nehmen wir auch gleich noch hier die Leiter mit. Wechseln eben mal zu Melissa, wenn die da furchtbare Probleme wieder mit allen hat, dann will ich mit der gar nicht hier so... Oh, jetzt kann er wieder den Kram nicht weitergeben. Dann gebe ich nämlich mit Melissa, Leslie hier gleich das ganze, den ganzen Kladderadatsch, bevor ich hier wieder tausendmal hin und her renne. Nein, das ist meins. Oh, Mädel. Da Höhenangst, da dies, da das. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, was haben wir hier? Im Schrank ist Benzin. Nur für Kettensägen. Ja, wo haben wir denn jetzt eine Kettensäge? Oh, und eine... Irgendeiner wollte mit der Taschenlampe wohl was kompensieren. Ja, die nehmen wir auch noch an uns. Ist auch so, dass also die Batterien, die machen das also problemlos mit, hier so ein paar tausend Jahre rumzuliegen. Die funktioniert noch einwandfrei. Ja, dann schauen wir mal weiter. Was hat jetzt... Jetzt muss ich mich kurz nochmal über das Inventar hier von Leslie informieren. Sie hat die Leiter und das Besenwesen. Die Leiter braucht allerdings die Melissa dann. So, und du gehst da rein. Jetzt können wir sie ja einsperren. Wir nehmen einfach die Sicherung mit. Und... Ach so, wir sollten... Ups. Ich kann nicht atmen. Ja, dann... Ach Mensch, ich kann nicht atmen. Ja, das ist jetzt so schlecht. Mach doch zu, das Loch. Oh. Uff. Ist jetzt hier zu? Ja. Aber es ist trotzdem rot. Okay, jetzt hätte ich hier fast die komplette Besatzung gekillt. Probieren wir nochmal. Du gehst raus. Wir wechseln mal zu Leslie. Ach du Scheiße, jetzt hätten wir aber fast hier... Ja, einmal hier das komplette Ding entlüftet, da ist der Staub auch gleich weg. Sehr schön. Wir machen hier trotzdem zu. Damit wir den Helm wieder ausziehen können. Und schauen uns mit Melissa mal weiter hier, huch, hier um. Was wir hier noch so finden werden. Hier gibt es unter anderem ein Riesengesicht auf dem Mars. Ah!
Da fällt mir was ein. Hier haben wir drei Knöpfe. Mit denen müssen wir so einen Code eingeben. Und ohne den geht es auch auf der Erde nicht weiter. Denn wie schon Annie gesagt hat, wir werden unser Wissen durch unsere Träume teilen. Also hier alles nochmal zurück. Lauf rein mit dir. So, das sollte jetzt aber funktionieren. Jawohl. Och, nee. Ach, das ist doch ein Affe Zerkus. Da musst du jetzt hier wieder jeden. So, jetzt klappt's aber. Also irgendwie scheint diese Schaltung hier nicht so super zu funktionieren. Na gut. Wir wechseln zurück zu Zack, denn wir müssen noch mal einen kurzen Umweg machen über London und von da aus geht es dann auch direkt weiter nach. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt müssen wir erst noch nach Kairo. Och, das wird weit. Ja, und weil das nicht reicht, einen angenehmen Flug später. Ja, mein Freund, ich hoffe, du bezahlst mit der American Express. Da gibt's Bonusmeilen. Von da aus geht's direkt nach Kinshasa in Zaire, denn dort ist ja noch dieser nicht Guru, sondern ein Schamane, ein guter Freund des Guru. Oh, wir gucken mal hier, ob es neue Infos gibt. Nein, immer noch das zweiköpfige Eichhörnchen. Ja, da rennen wir mal wieder hier durch den Dschungel. Das kennen wir ja mit Zack durchs Unterholz, im Anzug, mit Krawatte. Alles kein Problem. Und wie immer einfach den ersten Durchgang geben. Irgendwann werde ich schon hier. Außer es frisst mich jetzt ein Tiger, aber das wollen wir mal nicht erwarten. Nein, hier sind wir auch schon direkt in so einem schönen eingeborenen Dorf. Es scheint ziemlich am Arsch der Welt zu sein, aber sie nehmen Visa. Zahlen sie mit Cashcard. Und der Doktor ist hier. Wunderbar, da ist er auch schon. Mal gucken. Hallo, hallo, was kann ich für dich tun? Ja, ich gucke noch. Ein Foto vom Schamanen und einem Guru, sie spielen Golf. Dann haben wir hier noch ein Diplom. Medizinische Schule Kinshasa. Abschluss Hexendoktor, erste Klasse. Oh. Und wir haben noch ein Diplom. Was ist denn los? Universität, Diplom, Schrumpfkopfherstellung. Ja, das ist ja einwandfrei. Dieser gute Doktor wird, glaube ich, mit uns sprechen, wenn wir ihm mal die Kristallscherbe zeigen. Repariere erstmal die Kristallscherbe, finde den Ort und die Worte der Macht. Ne, die Worte der Macht. Haben wir, glaube ich, schon. Ich kann es nicht lesen, es ist einer bizarren Sprache. Ja, da wird uns Annie weiterhelfen können, denke ich. Dann versuchen wir es mal mit dem Golfschläger. Ich den jetzt mal auf die Schnelle finde. Ein Golden Boar Sandwich. Der fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, das freut mich aber. Jetzt hat er auch noch so einen schönen Kopfschmuck auf. Ach nee, ist der Kronleuchter. Komm mit, mein Freund. Er hat nichts an, aber eine riesige Maske auf. Wir werden den heiligen Tanz zeigen, den uns die Altväter beibrachten.